Kann ich mit dem Baum was machen? Komm her, du Baum. Oh. Okay, das sieht komisch aus. Hallo zusammen, mein Name ist Hebel und spielen Human Fall Flat. Ich habe es vorher noch nie gespielt und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Erstmal werde ich jetzt, glaube ich, ja, ich falle runter. Ich spiele das übrigens nicht mit Maus und Tastatur, sondern mit einem Gamepad. Toll, warum hat er den Arm so weit nach hinten? In der Halte LT oder RT gedrückt. Ist das der Knopf? Schon lange nicht mehr benutzt, diese Pits. Guck mal, ich glaube, der Arm hängt so ein bisschen, weil da nämlich die linke Hand. Ja, ich hab's. Hat das Spiel überhaupt Ton? Oh ja, ich höre was. Spiel hat Ton, sehr gut. Drück den Knopf. Ja. Drücke jeden Knopf, der sich ihnen präsentiert. Okay, mache ich. Oh, da hinten ist noch so ein Ding. Was kann ich damit jetzt machen? Ich habe nicht aufgepasst. Okay, ich nehme den auch noch mit. Guck mal, ich habe zwei. Hochgucken. Ja, ich habe beide Knöpfe gedrückt. Weiter geht's. Warum hält er sich denn am Sack? Kann ich auch rennen oder so? Nee, ne? Springen? Doch, springen kann ich auch. Wenn man das Springen nennen kann. Also ich weiß nicht, was der da macht. Linken Knopf, rechten Knopf. Ohne Gravierung allein mit beiden Händen. Mein Gott, heute kann ich ja gar nicht lesen. Muss jetzt runterfallen? Hilfe, Errungenschaft freigeschaltet. Glaubensfall. Geht das immer so? Lol. Es geht so immer in die nächsten Level, war das ja witzig. Steh auf. So, warte mal, wir müssen den Level irgendwie schaffen. Ach, guck mal, hier ist ein Müllcontainer. Den kann man schon wegziehen. Der ist so gelb leuchtend. Komm mit. Dann schmeißen wir hier runter. Tschüss. Lol. Hat mich fast platt gemacht. Aber guck mal, wie cool das ist. So. Los, springen. Wo sind die anderen Knöpfe? Oh, sorry. Hä? Jawohl, geht sogar. Dann gehen wir jetzt hier durch. Ausgezeichnet. Festhalten. Oh, der ist aber schwer. Der ist aber richtig schwer zu bewegen, weil das so ein dicker LKW ist. Oder? Zack, zack. Drück doch den Knopf. Knopf gedrückt, wir gehen durch. Noch ein Knopf gedrückt. So. Zack. Da läuft. Boah, der braucht voll ewig für die Treppen, ne? Halten wir uns mal hier fest. Ja. Dann hier rüber. Und jetzt nochmal den da andocken. Na los, mach schon. Nein, 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 oh. Fast runter. Oh. Wie knapp das immer aussieht. Jetzt können wir hier wieder hochlaufen, guck. Ah, jetzt sind wir Level Ende. Alles klar. Hui. Aua. Oh, jetzt kommen Schalter dazu. Wir laufen zum Schalter und packen das da drauf. Alles gut. So. Ja, sehr gut. Ja, läuft. Wir gehen mal weiter durch die Tür. Jetzt muss ich keine Knöpfe mehr drücken mit den Händen. Jetzt muss ich Knöpfe drücken mit den Kisten. Oh, ein Fahrstuhl. Nice. Warte, guck mal. Knopf drücken. Komm her. Klick. Ja. Und Ausgang. Hui. Dafür muss ich springen, oder? Komm, lauf. Und spring, ja. Boah, da muss man aber genau abpassen, ne? Oh. Oh, sauber. Hä? Muss man die jetzt immer hochziehen, oder was? Ja. Nein, nein, nein. Oh. Komm, und eins. Und zwei. Und jetzt. Lol. Ich weiß nicht, ob das... Ist das hier richtig oder muss ich mit der anderen Seite noch hantieren? Ich glaube nicht, oder? Geht so, komm. Komm jetzt. Ich schaffe es. Warum geht das denn jetzt nicht auf einmal? Komm schon, jetzt. Oh, schwing dich hoch. Du musst höher halten, deine Hand. Bitte, bitte. Hier an der Ecke. An der Ecke komme ich hoch. Pass auf. Versuchen wir es nochmal so. Alter, warum ist das denn so schwer? Oder drücke ich irgendwie den falschen Knopf noch? Lol, ich hab's jetzt mal mit der Maus versucht, das ist ja super einfach. Weiß noch nicht, was ich da gemacht habe, aber... Hä? Also mit dem Pad ist es eindeutig schwieriger als mit der Maus. Ah, oder man macht so, man muss die Richtung ändern, das wäre jetzt ein bisschen dumm, okay. Gib ich zu, aber jetzt hab ich's verstanden. Jawoll! Wie einfach das jetzt war. Oh, guck mal, kann ich das da hinnehmen? Das wird jetzt bestimmt voll gut. Achtung. Ja. Ach du Scheiße. Ja. Wie viele Errungenschaften das hier gibt. Voll krass. Okay, warte, da hoch. Und jetzt lauf. Kann der denn auch rennen? Und dann schieben wir den mal da runter. Ah, jawohl.
hochziehen. Wenn die Arme weit genug drüber sind, dann kommt der locker flockig da hoch. Das ist voll gut. Arme hoch, Arme runter. Arme hoch, Arme runter. Ja. Dann hier hoch. Perfekt. Da eine Treppe. Ich glaube, wir haben eine Level geschafft. So, jetzt müssen wir hier nur noch hochlaufen in das Haus rein. Da ist dann wahrscheinlich eine Tür. Also die Treppen läuft ja super gut hoch. Da eine Tür. Wer hätte das gedacht? Oh, Ausgang. Oh nein. Oh nein. Ich fall runter. Bitte nicht. Aber gut, ich würde mal sagen, ich mache hier einen Cut rein. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ich noch spielen soll. Wenn ihr davon noch eine Runde wollt, dann schreibt es einfach mal rein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Game wieder. Ich werde mal gucken, dass ich die Mobile-Serie mal wieder belebe. VR-Videos dauert einen Moment, weil ich wurde am Bauch operiert und deswegen wollte ich da noch nicht so viel vor der Kamera rumhampeln mit den Dingern in seiner Hand. Aber keine Sorge, das kommt auf jeden Fall auch noch. Also auch noch im Together mit verschiedenen Leuten. Deswegen bis zum nächsten Video. Tschüss!